Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind... müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Wir sind Soldaten. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Wie bitte? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Was jetzt? Wir müssen jetzt handeln! Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sonst haben wir jede Chance verspielt.